Wenn du eine geheime Superkraft haben könntest, was für eine würdest du dir aussuchen? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich heiße dich herzlich willkommen zu den Disney-Prinzessinnen. Ich bin noch in dem Königreich von Belle und bevor ich jetzt zu Belle gehe, möchte ich noch anpassen mein Kleid. Und zwar durftet ihr in der letzten Stelle Folge deine aussuchen, individuellen Look wie ich zusammen. als nächstes aussehen soll. Und ihr habt euch für den Kleidungsstil Nummer 4 entschieden. Das ist dieser hier. Und da suche ich einfach mal was Schönes raus. Mal gucken. Die sehen eigentlich alle schön aus, ne? Ich nehme jetzt mal das hier. Und ihr habt mir auch Farben geschrieben, die ihr gerne haben wollt. Und zwar habt ihr da hauptsächlich gewählt Blau und Rot. Und jetzt gucke ich mal. Dann nehme ich Blau und Rot, oder? So, und dann möchte ich natürlich hier. Die Schuhe müssen angepasst werden. Das kann ja. Das sieht ja sonst ein bisschen komisch aus, ne? Die Handschuhe muss ich auch noch anpassen. Dann nehme ich jetzt mal diese. Auch in Rot. Ach, das finde ich eigentlich schön. Passt das dazu? Ja, oder? Ja, ich glaube, das nehme ich. Die Schleife lasse ich weg. Und Schmuck habe ich dann. Mal schauen. Das passt dann nicht. Da passen die blauen. Und da passt auch das blaue. Und die Broschen. Ach, guck mal, mit so Blumen. Das ist ja schön. Dann so in Rot, oder? So passt's doch, oder? Ja, ich finde, das sieht schön aus. Okay, und dann gucke ich mal, was Belle möchte. Auf geht's. Weiter ab ins Abenteuer. Den Weg bin ich letztes Mal schon gelaufen, ne? Das weiß ich. Aber der hat da anscheinend nicht abgespeichert, sondern erst dann halt in der Küche. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dann laufe ich das einfach nochmal in die Bibliothek und dann gucke ich mal, was Belle gerne möchte. Und das Spiel neigt sich dann auch schon tatsächlich langsam dem Ende entgegen, oder? Also ich habe jetzt dann noch hier das und Cinderella ist auch noch. Aber erstmal gucke ich, was Belle Ich wollte dich gerade suchen gehen. Sieh nur, die Bibliothek. Sie ist von diesen furchtbaren Netzen bedeckt. Wie kann denn so etwas passieren? Das können doch unmöglich Spinnen gewesen sein. Nein, ich glaube nicht, dass das Spinnen sind. Aber keine Sorge, ich kümmere mich drum. Verwende den Zauberstab, um die Kobolde in Elfen zurückzuverwandeln. Alles klar, das mache ich gerne. Ach so, hier. da muss ich doch hier. Also jetzt aber. Hier muss ich wirbeln, ne, für die Spinnennetze. Und dich verwandle ich zurück. Das ist aber eine riesige Bibliothek. Guck mal, mit dem Kamin und so. Das ist schon echt toll, ey. Das gefällt mir ja. So, hier, komm her. Verwandle dich zurück, du Kobold. Gehst du. Hörst du auf, vor mir wegzufliegen? Da ist noch einer. Und hier den. Noch zwei Kobolde fehlen. Das ist echt schön, gell? Die sieht echt total toll aus, die Bibliothek. So. Und hier, du noch. Also jetzt macht er da sein Schutzdings hier. Jetzt aber. Haha. Koboldnetze zu entfernen. Mache ich. Da fehlt ja jetzt nicht mehr viel. Guck nur noch das eine. Tada. Bravo, das war wunderbar. Jetzt müssen wir nur drei Bücher finden, dann ist die Bibliothek wiederhergestellt. Dir ist doch sicher schon aufgefallen, dass alle Gegenstände in diesem Schloss verzaubert sind. Als die Spinnweben auftauchten, bekamen die Bücher Angst und flogen auf den Wald zu. Ich gehe die Bücher suchen. Du bleibst hier und kümmerst dich darum, dass alles andere funktioniert. Finde die Bücher und setze Wirbelzauber ein, um sie wieder an ihren richtigen Platz zu bewegen. Das mache ich. Okay. Ich hatte sowieso im Garten eine Kiste, glaube ich, von Rapunzel übersehen, ne? Habt ihr mir geschrieben. Da muss ich da, vielleicht finde ich die jetzt dann. Mal schauen. Ich hoffe. Oh, das ist aber ein weiter Weg. Ein weiter Weg nach draußen. So ein Schloss ist halt schon riesig, ne? So. Okay, dann, wo muss ich denn hin? Wo sind denn die Bücher? Bücher, Bücher, Bücher. Noch weiter. Ah, da ist der Garten. Guck mal. So, jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwo
die Kiste vielleicht noch sehe. Ich halte meine Augen auf jeden Fall offen. Da ist ein Buch. Da ist noch eins. Guck mal, die wirbel ich jetzt erstmal weg hier. Die wirbelnden Bücher. Wenn Aufräumen wirklich so einfach gehen würde, ne? Wenn man sich da einfach hinstellen müsste und sich einmal im Kreis drehen müsste, das wäre schon toll. Also, wäre natürlich schade, wenn das die einzige Zauberkraft wäre, die man hätte, oder? Also, so eine Zauberkraft zu haben, wäre schon super. Ich glaube, ich hätte da gerne irgendwas, ja, mit Aufräumen oder so, wäre schon toll. Oder irgendwie so als Superkraft, dass man alle Sprachen sprechen kann. Danke, dass du die Bücher zurückgebracht hast. Du bist wirklich ein wunderbarer Freund. Ach, du meine Güte, ich muss mich fürs Abendessen fertig machen. Könntest du mal nachsehen, ob Lumière Hilfe im Esszimmer benötigt? Aber klar. Natürlich. Warum besuchst du nicht Lumière im Esszimmer? Das mache ich. Und ich glaube, alle Sprachen sprechen zu können, das hätte ich gern als Superkraft. Oder fliegen zu können, das fände ich auch toll. Und ich glaube, das wird jetzt auch meine Frage der Folge. Wenn du eine geheime Superkraft haben könntest, was für eine würdest du dir aussuchen? Was wäre deine geheime Superkraft? Ich glaube, fliegen. Fliegen fände ich cool. Das wäre super. Ach so, ach, der ist schon hier. Huch, da gucke ich mal. Ach ja, da steht er doch. Ich habe den gar nicht gesehen. Hallo, Lumière. Hallo, Herr von Unruh. Sacre bleu! Das ist ein Desaster! Die Nachspeisen werden zerstört, sobald der Koch sie fertig hat. Ich bringe die Kuchen heraus und sobald ich mich umdrehe, sind sie kaputt. Was kann das nur sein? Ich habe eine Idee. Ich weiß, dass ich helfen kann. Überlass das nur mir. Pass gut auf die Nachspeisen auf. Verwende dann den Cursor, um auszuwählen, wo sich der Kobold versteckt. Okay, oh, das sind ja schöne Torten. Oh, lecker. Ach, ich wollte schon drücken. Hier. Lecker, lecker, lecker. Okay, wo ist der nächste Kobold? Und hinein huscht er da. Ich weiß, wo du bist. Okay, und der nächste. Bäm, in den Kuchen rein. Menno, die mögen wohl sehr gerne Kuchen, ne? Alles klar, in der Mitte. Wunderbar. Mademoiselle, du hast die Nachspeisen gerettet. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen. Hast du dir schon mal überlegt, im Schloss zu bleiben? Wir könnten hier jeden Tag deine Hilfe gebrauchen. Könntest du bitte mal nach der Rose des Herrn im Westflügel sehen? Sie ist sehr zart und nichts und niemand darf ihr etwas anhaben. Oh, aber pass auf, dass der Herr dich nicht sieht. Oh, cool. Natürlich, Lumière. Liebend gern. Deine Hilfe wird im Westflügel benötigt. Suche nach dem Zimmer mit der verzauberten Rose. Das mache ich. Das ist ja cool, ob ich da das Biest gleich sehe. Das wäre schon toll. Den würde ich doch gerne auch sehen, oder? Unten laufen jetzt übrigens auch die Träumergrüße durch. Fühlt euch ganz, ganz lieb von mir gegrüßt. Die verzauberte Rose des Biests ist verschwunden. Ich wette, diese nervigen Kobolde haben sie genommen. Aber wohin könnten sie gegangen sein? Im Flur waren sie nicht. Ich hab's. Sie müssen draußen sein. Okay, ich schau mal. Jetzt habe ich draußen gar nicht die Kiste von Rapunzel eingesammelt. Ich habe das wieder nicht gesehen. Ich wusste es. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, welcher von ihnen die Rose hat. Ja, das kriege ich schon raus. Um die Kobolde in Elfen zurückzuverwandeln. Das kriege ich raus. Pass auf, du. Oh. Oh. Ich wollte den da vorne. Der hatte das schon mal nicht. Du auch nicht. Okay, aber guck mal, da ist... Ah, da muss ich erst hier hoch und dann hier. Juhu. Und eine Rose gefunden. Wunderbar. Das ist zwar nicht die richtige Rose, aber auch eine Rose, ne? So. Weiter oben muss das sein. Okay, ich hüpfe mal hier weiter hoch. Och, hier. Oh, draußen fahren wieder Motorräder lang, ne? Komme ich da nicht? Ach doch, hier. Da war doch... Ich hab gerade... Da. Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch da gerade gesehen, dass ich meine Taste drücken kann. Gib her. Gib das her. Ah, der hatte das auch nicht.
Ach so, nee, da muss ich von der einen Seite zur anderen wieder so schweben, ne? Pass auf, ich hab's gesehen gerade. Da ist wieder so ein Schwebeding. Ach, wow. Wow. Nee, das war nicht so richtig. So gehörte das nun nicht. Alles klar, jetzt gucke ich hier und dann musste ich da nicht jetzt die Leertaste drücken, ich wollte gerade sagen. Aber da musste ich genau richtig stehen, ich stand wohl falsch gerade, ist nicht so schlimm. Und weiter rauf geht's. Oh, da ist der nächste Kobold, ich sehe ihn. Ich sehe dich, du Kobold. Wo bist du hin? Noch weiter hoch. Guck mal, da geht's noch weiter rauf, da gehe ich mal auch noch hoch. Oh, da ist wieder so ein Schweber. Wuhu! Ja, ich glaube, Fliegen fände ich als geheime Superkraft total toll. Nee, ich wollte hier... Gut gemacht. Haha, geschafft. Finde die verzauberte Rose und setze Wirbelzauber ein, um sie wieder an ihren richtigen Platz zu bewegen. Mach ich. Ich guck mal, was hier oben... Da ist eine gelbe... Ja, die kann ich ja noch nicht... öffnen. Okay. Da ist die Rose. Ich sehe sie. Okay. Gut gemacht. Haha. Geschafft ist geschafft. Ma chérie, du hast uns wieder mal gerettet. Herr von Unruh und ich sind dir sehr dankbar. Jetzt müssen wir uns wieder um Dinge in der Küche kümmern. Könntest du vielleicht mal nachsehen, wie Belle so zurechtkommt? Sie wollte dich im Ballsaal treffen. Aber klar. Sie ist im Ballsaal und könnte deine Hilfe gebrauchen. Sie ist gleich beim Klavier. Da schaue ich doch mal, auch ob sie jetzt ihr Ballkleid anhat. Ich finde es von Belle so schön, oder? Das Gelbe, das gefällt mir sehr. Mal gucken. Wo ist sie denn? Ja, sie hat, guck, sie hat's an. Oh, wie schön. Hallo. Oh, wie gut, dass du meine Nachricht erhalten hast. Ich hatte gehofft, du könntest mir mit diesem Klavier helfen. Es benimmt sich ziemlich seltsam. Oh, ich glaube, ich weiß, was hier falsch läuft. Lass mich doch mal was ausprobieren. Wähle jede Taste mit dem Cursor aus und klicke die Maustaste, um die Noten in der richtigen Reihenfolge abzuspielen. Oh, da muss ich mich jetzt aber konzentrieren. Okay. So. Gut gemacht. Ja. Das ist einfach. Du hast es geschafft. Ja. Okay, das ist auch einfach. Dreimal hintereinander, das Gleiche ist nicht so schwer. Okay, gelb und zweimal orange. Gut gemacht. Gut gemacht. Ja, geschafft. Bravo, das war großartig. Du hast wirklich ein Händchen für verzauberte Musikinstrumente. Dürfte ich dich um noch einen Gefallen bitten, wenn das nicht zu viel verlangt ist? Natürlich. Was kann ich tun? Weißt du, ich esse heute mit dem Biest zu Abend. Und es hat mich gebeten, danach mit ihm zu tanzen. Ich habe schon länger nicht mehr getanzt. Könntest du mir beim Üben helfen? Aber klar! Und gern, Belle. Um zu tanzen, drücke die Pfeiltaste, die der Richtung des Pfeils auf dem Bildschirm entspricht. Okay, mach ich. Ach, guck, oh, wie schön. Jetzt kann ich hier tanzen. Oh, das finde ich gut. Schön. Und die Arme wieder hoch. Und wieder runter die Arme. Jetzt drehe ich mich dann bestimmt nach rechts und links. Ja, guck. Oh, da muss man aber schon gucken jetzt genau. Das ist ja hübsch. Da habt ihr ja genau das passende Kleid ausgewählt zum Tanzen, oder? Das passt perfekt. Und so. Und noch zweimal nach oben. Und nach unten. Und hoch und runter. So. Schön. De-de-de. La-la-la. Okay.
Und zack. Und hoch. Und nach rechts und zweimal nach oben. So, und nochmal zweimal nach oben. Guck mal, wie das Kleid sich so schön bewegt auch, gell, beim Tanzen. Tada! Wunderbar. Haha! Das hat so viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Bevor du gehst, hatte ich gehofft, du könntest für mich noch etwas nachsehen. Draußen vor den Schlosstüren war so ein komisches Licht. Und ich möchte nicht, dass dieser ganz besondere Abend verdorben wird. Ein komisches Licht? Heute Nacht werden dich keine komischen Lichter stören. Vielen Dank nochmal. Du bist wirklich ein wunderbarer Freund. Gern geschehen, Belle. Auf Wiedersehen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Verfolge den Kobold mit dem Kristall. Oh, das ist der Kobold mit dem Kristall mit dem komischen Licht. Na, das mache ich jetzt natürlich in dieser Folge noch. Dann ist die Folge heute mal ein bisschen länger. So, wo muss ich denn hin? Ach, nach draußen war der, ne? Genau, draußen im Garten. Da gucke ich doch mal. Wo bist du, du Kobold? Jetzt muss ich diesen Kobold aufhalten, bevor er den Kristall zum Öffnen eines anderen Portals verwendet. Wenn er das tut, dann wäre der Kristall für immer verloren. Verfolge den Kobold, der den Zauberkristall bei sich hat. Verwende Zauberkraft, um ihn in eine Elfe zu verwandeln. Okay. Jetzt aber schnell. Wo ist der nur? Oh. Gib mir den Kristall. Gib mir sofort den Kristall. Oh, der ist aber schnell. So schnell komme ich gar nicht hinterher. Ach, da ist die rosane Kiste. Guck mal. Oh, die mache ich noch auf. So viel Zeit muss jetzt sein. Ich habe sie gefunden noch. Hahaha. Ein Blümchen. So, und jetzt aber nichts wie hinterher. Gib es her, du. Ah, ich komme da nicht ran, um den rumzuwirbeln. Der ist zu schnell für mich. Bleibst du stehen? Oh, wo der ganz hin will. Gib mir das jetzt sofort. Gib es her. Gib es her. Hurra, ich hab ihn. Wunderbar. Glückwunsch. Du hast dieses Kapitel abgeschlossen. Oh. Du darfst jetzt ins Königreich der Feen zurückkehren, indem du dieses Portal verwendest. Ja, das mache ich gleich. Jetzt mache ich hier erst noch... nee, ich wollte... einmal wirbeln, die Kiste aufmachen. Ein Blümchen. Und dann kehre ich mal zurück und dann bleibt nächste Folge nur Cinderella übrig. Das heißt, in der nächsten Folge geht's dann ab zu Cinderella. Wenn ihr wieder Kleiderwünsche oder Frisurenwünsche habt, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Ich danke jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.